Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Engineers Live. Hi Mitch. Hi. So, vor der Nacht, heute ist es soweit, wir bauen oder beziehungsweise wir versuchen den Excavator zu bauen. Und ich wollte eigentlich den Dieselgenerator bauen, aber Reach will unbedingt dieses Ackerteil bauen. Und da haben wir uns entschieden, ja genau, wir bauen das Ackerteil. Und ja, wir haben uns schon so ein bisschen, zum Beispiel die Redstone Engineers Blöcke haben wir uns schon mal gemacht, weil das dauert ein bisschen länger. Und jetzt kommt der andere Spaß. So, ne Reach? Ja. Was geht? Nicht viel. Wow. Boah, bist du... Du bist genauso wie... Chat, wir testen immer vorher den Ton so. Er ist so unkreativ. Mein Gott, ey. Wir müssen echt viel mehr aufnehmen. Wir müssen auch mal ein anderes Projekt vielleicht aufnehmen. Vielleicht dann so ein bisschen... Irgendwas, wo es sich rausholt, wie Dark Souls oder sowas. Nein. Nein. Wobei, können wir tatsächlich machen. Aber ich habe keinen Bock auf die hier, anderen Online-Spieler. Hat er jetzt gesagt, er hat keinen Bock? Wie, du hast keinen Bock auf andere Online-Spiele? Was ist denn mit dir los? Wenn du... Weiß nicht, hast du schon Dark Souls Online gespielt? Nein. Wenn du online spielst... Warte mal, bevor du weiterredest. Kannst du schon mal anfangen, Heavy Engineers Blöcke zu bauen, 5 Stück? Ja. Okay, nice. So, okay, weiter. Jetzt kannst du weiterreden. Wenn du online spielst, hast du die Möglichkeit, Freunde zu beschwören. Ich hab keine Freunde. Zum Beispiel könnte ich jetzt an einem Feuer, wo wir uns dann ausmachen, wo wir uns treffen, eine Inschrift hinlegen, damit du mich beschwören kannst, damit wir zusammen spielen können. Bis einer von uns beiden stirbt. Oder bis wir den Boss besiegt haben. So. Ja, was willst du mir jetzt damit sagen? Aber das gleiche gilt auch für PvP-Spieler. Die können dann einfach in deine Welt quasi eindringen und versuchen dich dann zu töten. Okay. Dadurch gewinnen die quasi nochmal Glut, um was du halt eben brauchst, um online zu spielen. Wenn du die tötest, kriegst du Glut. Wenn du stirbst, kriegen die Glut. Okay. Plus nochmal Seelen und so weiter. Also das heißt, wenn ich dich jetzt durchgehend töte, krieg ich dann gutes Zeug. Nein. Schade. Das wäre, glaube ich, zu einfach. Geht ja nicht. Das wäre, glaube ich, zu einfach gewesen. Ja. So. Lass mich raten, du bist jetzt die ganze Zeit einfach nur hoch und runter gelaufen und hast nichts gemacht. Ja, und ich hab gerade Stahl eingeschmolzen. Es braucht ja Ewigkeiten, bis das flüssig ist. Mhm. So. Okay, das haben wir. Steel Sheet Metall haben wir, Redstone haben wir. Radiator Blocks haben wir. So, jetzt kommt. Ich mache jetzt die Light Engineers Brücke schon wieder. Wie brauchen wir da? Machen wir 10. Das heißt. Hallo Katze. 10, das heißt 5. Wir brauchen 5 Kupfer und ganz viel Eisen. Wo geht denn Heavy? 5 Stück. 5 Stück? So viel Stahl haben wir gar nicht für die Blöcke. Tja, lass dir was einfallen. Das würde gerade so reichen wahrscheinlich. Weil ich mache auch die ganze Zeit hier hin und her. Hä, warte mal. So, 1, 2, 3. 4, 5. So. Okay, ich kann nicht zählen. Ah, so fehlt das auch noch. So, okay, davon 5. Ja, das ist halt immer so eine Sache hier, ey. Warte mal, davon. Ne, warte, ich brauche ja 10. Fuck, ich brauche ja 10. Ich habe mich voll verrechnet. So. Andere Frage, haben wir genug Eisen? Sollten wir. Okay, weil da muss ich nämlich ein paar Stahl-Eisenplatten machen. So. Wir haben jetzt auch nichts mehr im Ofen. Tja. Gut, dass ich nochmal vorhin losgegangen bin und gefarmt habe. Genau, losgefahren. Bist super gefahren. Ich bin losgestolpert in die Minen. So. Aber ich muss sagen, das war echt eine gute Idee von unserem Zuschauern. Mit der Metallpresse. So, wie viel brauche ich denn jetzt noch? 2, 3, 4.
Das ist schon sehr, sehr nervenraum, wenn wir die schmelzen. Weil ich habe ja, eine Zeit lang habe ich die ja nur eingeschmolzen. Weißt du das noch? Ja. Und ich stand dann irgendwie fast die ganze Folge und dachte mir so, ja, oh mein Gott, Alter. Zwei. Eine. Auch fünf Elektroblöcke. Zwei. Hast du da noch was irgendwie in der Schmelze drin? Elektrum? Elektrum. Blöcke. Blöcke. Ja, da sind 8 Ingots da drin. Ja, musstest du hier mischen. Frag mich bitte nicht mehr, wie das ging. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wie das ging, keine Ahnung. So. Hast du gerade Kupferplatten? Ach ne, die habe ich ja einfach mal auf gut Glück gemacht, glaube ich, ne? So. So. Okay. Scheiße, mir fehlt immer noch Eisen. Scheiße, müssen wir jetzt echt nochmal los Eisen? Das brauchen wir echt so viel? Das glaubst du, warum ich auch dieses mein Ding bauen wollte? Ja, ist ja okay. Das bauen wir doch jetzt. Eins, zwei und jetzt noch eins, komm. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin mit meinen, Ich brauche Eisen. Wieso brauchst du Eisen? Für was brauchst du Eisen? Ich denke, du brauchst Stahl. Pistons. Du musst Pisten machen. Ja, aber nicht viele, oder? 20? Brauchst 10 du? Stück. 10 Pistons oder 10 Eisen? 10 Pistons, also 10 Eisen. So, das haben wir auch. Okay, was kann ich dir helfen? Was soll ich dir bauen? Manuelle Dinger, die hier aussehen wie Röhren. Okay, ja, das ist ja easy. Wie viel brauchst du davon? 10. Genug für. Nee, 2, 4, 3. 3, 6. 6 Stück brauchst du. Okay, das heißt 6 Kupfer und dann. Okay, ja, easy. Okay, das ist jetzt einfach. Fertig. So. Wo bist du? Hä? Hast du gerade was? Bist du bei der Säge? Leute. Ja, ich hab keine Holz mehr. Was? Ja. Okay, was soll ich denn noch bauen? Das war's dann eigentlich. Die Stahlblöcke hast du schon, oder? Mir fehlen noch 4 Stück. Also, für einen Stahlblock fehlt mir noch. Also, ein Stahlblock fehlt dir? Jo. Nee, ja, nicht ein Stahlblock. 4 Stahlblöcke für einen Heavy. Okay, ja. 9. So. Also ich habe jetzt einen Stahlblock, habe ich schon. Molten Steel. Müssen auch mal wieder gucken, dass wir wieder Lava irgendwie da reinmachen, oder? Na, meint hab voll gemacht. Ja, ist ja noch. Ja, ja. 9 Eimer dran. Naja, ich hab gerade schon genommen. Aber wie kriegen wir denn am effektivsten auch Stahlblöcke? Also allgemein aus Stahl geschmolzen. Molten Steel. So. So. Okay, ich mach. Elektrum fehlt mir. Oh. Okay, wie macht man Elektrum nochmal? Elektrum. Warte, ich guck gerade. Molten Elektrum wieso macht man. Ich mit 3 Steel. Molten Silber, Silber und Gold mischen. Wieso habe ich nur 3 Steel Mechanical Komponenten? Hä? Hab ich die gemacht? Ja, du hast die Hälfte gemacht. Hä, ich hab doch. Du hast mir nur die Hälfte zugeworfen. Hä, echt? Ja. Hä? Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Wie viel hab ich dir gemacht? 3 Stück. Achso, brauchst du nochmal 3. Brauchst du nochmal 3.
Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ja, dann mach ich dir nochmal 3. So. Elektrom. Stimmt, jetzt werde ich gerade überlege. Ja, stimmt, ich habe dir nur. Weil ich gedacht habe, ich mache dir immer 2 draus. So. Silber und Gold. Wie viele Stahlblöcke brauchst du noch? 3. Immer noch 3? Ich habe den einen, der da fertig war, schon in die Werkbank reingestopft. Wenn wir den haben, müsstest du ja noch welche haben, oder nicht? Oh, ich mach gerade. Ja, ich mach gerade einen. Also ich habe jetzt noch einen im Inventar. Ich mache jetzt noch einen zweiten. Also brauchst du nur noch einen dann, ne? Also insgesamt müsstest du 3 in deinem Inventar haben, dann passt das. Ups. So, und ich mach grad noch einen. Dann hast du alle Blöcke. Dann haben wir doch, dann sind wir doch fertig, oder? Achso, den Elektrum ja, brauchst du noch, ne? Ist auf Elektrum, ja. Okay. Gold und Silber, 1:1. Ja, ich hol mal eben. Gold und Silber. So. 27 brauchen wir, glaube ich, pro. Was, 27? 27 Goldbarren und 27 Silberbarren. Hä? Du brauchst das ist eine 1:1 Übersetzung. Ja. Und du brauchst 9 Barren pro Block. Ja, und du brauchst einen Block. Ach ne, du brauchst 5 Blöcke, ne? Scheiße. Ich brauche 3 Blöcke. Stimmt. Beziehungsweise 4. Warte mal, guck doch mal, was. Ne, 3 Blöcke, ups. Ah, doch, was ist denn da eigentlich wieder von der Rechnung? Doch, 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 doch. Ne, 3 Blöcke brauchst du. Oh Gott, ey, wie verwirrt, ey. Okay. Elektrum ist das jetzt, ne? Ja, ich guck gerade, wie der das mischt. Molten Aluminium Brass. Oh mein Gott, was hat er gemacht? Molten Aluminium Brass. Wie mischt man das denn? Aluminium und Kupfer. Okay. Ja, das ist schon die ganze Zeit da drin. Also Elektrum ist ein Block aktuell drin. Dann hole ich nochmal Gold und Silber. Aber ist das wirklich 1:1? Oder heißt das, wenn ich jetzt 9 von jedem habe, habe ich 18 Blöcke? Das heißt, dann kriege ich 2 Blöcke raus. 1:1 Übersetzung. Das heißt, wenn du einen Barren reinwirfst, dann. Na, das müsste doch eigentlich die doppelte Masse sein, oder nicht? Ja, stimmt, doppelte Masse. Ist doppelte Masse, oder? Ja, aber hier ein Block und 8 Ingots. Irgendwas hat hier die Übersetzung nicht richtig hingehauen. Ja, wir haben ja da noch 5 Ingots Silber drin. Ja, aber ich habe ja 9 Gold Ores reingemacht, also müsste es ja trotzdem die doppelte Masse sein. Ja, keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Ja, dann. So. Oh nice, hier sind noch Bronze. Yay, es regnet. Immer wenn wir aufnehmen, regnet's. Ist ja fast wie Weihnachten. So. Vor allem, es ist ja wirklich immer so, ne? Immer wenn wir aufnehmen, regnet's. Ja. Können wir hier schlafen gehen nochmal schnell? Während das Elektrum da durchjagt? Ja, wir können uns hinlegen. Nice. Okay. Das heißt, wir haben ja im Endeffekt jetzt alles und können jetzt den Excavator bauen, oder? Ja. Nice. Wir haben mal. Cool, cool. Cool. Oh mein Gott, ich darf mir das gar nicht erst angewöhnen. Weil ich habe ja den. Das habe ich mir jetzt in letzter Zeit geguckt. Ich habe jetzt in letzter Zeit. Ah, wie heißt das? Brooklyn Nine-Nine geguckt und dann geht das immer cool, 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 cool. gib mal wieder. Na den... Die Heavy-Blöcke. Hast du doch schon. Ah lol, du hast sie da reingetan. Okay, ne, Moment. Okay. Ich hab dir ja gerade eben zugeworfen. Ja. Yep. Cool, cool, cool. Alter, okay. Hä, so groß ist das Teil gar nicht. Wo bauen wir das hin? Draußen. So. Wie jetzt geplant. Ja dann, zeig mal wo.
Hier oder was? Hier so dran? Ja, hätte ich jetzt hier irgendwie hingebaut. Hey, aber warte mal, das muss man irgendwie... Deshalb muss ich mir den Blueprint dafür holen. Ich hab den Blueprint ja, aber den kannst du nicht in die Luft bauen. Wie dumm. So? Nee, weil in der Schaufel in der Mitte. So? Also das heißt, das müssen wir erstmal wegackern, oder wie? Ja. So oder was? Ist das richtig? Ja. So. Scheiße, warte mal. Bin gerade ein bisschen. Das. Die Mitte musst du aber freilassen, ne? Welche? Wenn nicht. Habe ich irgendwas falsch gebaut? Ja, in der Mitte musst du frei. Nö. Die haben das so angezeigt. Oder? Oder? Okay. Nö, passt. Ja, toll. Jetzt habe ich alles abgebaut. Okay, warte mal. So, hä, wieso? Hier ist doch da. Da. Dann die. Den. Da war falsch. Bei den Activator, den baust du ja nochmal ein bisschen anders. Hä, warte, was? Wir bauen den ja, auch gerade. Ja, nein, die haben den. Hör auf mich zu verwirren. Ja. Hör auf mich zu verwirren. Ich sag nichts. Besser ist. Wird ziemlich gerade mich wieder verbaut. Oh, ich kotze im Streich, habe irgendwas falsch gebaut. So. Da. Ey, Mann! So. Das ist ja dann ein Lightblock. Zack. Aber wieso sind die schon wieder rot hier? Das verstehe ich nicht. Einfach weiterbauen. Einfach weiterbauen, ja, würde ich auch sagen. Also ich genauso einfach weiterbauen. Filter findet sich nach. So, jetzt bauen wir diese radioaktiven Dinger. Genau. So. Alter, ich finde diese Blueprints zwar richtig geil, ne? Aber teilweise extrem verwirrend. 3, so da. Jetzt brauchen wir diese Heavy. Extrem verwirrend, dreidimensionale Karten. So. Im Spiel. Den. So, was ist jetzt noch? Die. Den. Jetzt müssen wir noch die. Hä? Irgendwie reicht's nicht. Hä? Westbrook. Hä? Irgendwie reicht's nicht. Das ist nämlich das, was ich gedacht habe, dass nämlich. Denn das nur für den Außenbereich irgendwie gerechnet wurde. Dass die Schaufel innen drin nicht mitberechnet wurde dafür. Bei der Quest oder was? Mhm. Also brauchen wir noch Stil. Okay, also brauchen wir nochmal von diesen Stil-Dingern welchen. Die sind ja da relativ. Ja, die sind ja recht einfach zu bauen, genau. Warte, ich hol mal welche. Hä, was ist das für ein Mist? Aber das verstehe ich eh nicht. Warum macht man die Quests, wenn die eh falsch sind? So, keine Ahnung. Wurde wahrscheinlich nicht geupdatet. Ich weiß halt, das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie viele wir brauchen. Wo sind denn unsere ganzen Stahlbahnen? Keine Ahnung. Ich hätte da immer nur einen Teil rausgenommen gehabt. Ja, es kann sein, dass ich alle eingeschmolzen habe. Wobei, oh Leute, ich bin doof. Ritz mit dem im Inventar rum, oder was? Ja. Ach, mein Inventar leer. Ey, das ist total ätzend, ne? So, ich habe jetzt 24 gebaut, das muss jetzt reichen. Das sollte reichen. Aber an den Ecken musst du ja auch die anderen bauen, ne? Die dunklen. Ja, davon habe ich noch welche.
Nur hier, hier haben mir halt zwei Stück gefehlt. Aber hier muss ich auch noch einen davon bauen und da auch noch, also drei. Wie gesagt, da habe ich noch einen, da. Oh, oh nein. Kannst du den einzelnen hier drin mal wegmachen? Eine Sekunde. Jetzt mal da wieder. Magnet. Ja. Ich sehe den Blueplan nämlich nicht. So. Du Scheiße. Fehlt aber noch einer dann hier, ne? Hm? Nein. Von der Seite nein, 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 lass mal so, lass mal so. Also du hast einen abgebaut, weil der wird nämlich nicht angezeigt. So, da. Oh nein, mir fehlen wirklich noch welche. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Hier, da, da, da. Mir fehlen noch ultra viele. Da, da. So. Mir fehlen jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5 von diesen. Wie nennen die sich denn? Die. Cheat, oder? Hast du zum Beispiel eine Workbench dabei? Nein. Fuck it. Okay. Heavy Engineers Blöcke oder was fehlt dir? Nee. Nee, 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 die fehlen mir gar nicht. Mir fehlen diese Steel Sheet Metals. Also doch. Ja, aber verstehe trotzdem nicht, warum diese Ecken. Wo ist meine Schaufel? Oh. Wahrscheinlich nicht da. Nee, rechte Hand. Linke Hand. So. Da brauchst du echt einige mehr, ne? So. So. Okay. Und der. Ja. So. Irgendwie haut das nicht hin. Das haut nicht hin. Hm? Ja, weil der irgendwie ganz viele rote Dinge anzeigt. Oh. So. Okay. Und jetzt? Don't know. So. Hä, aber was? Guck mal, was ich auch witzig finde. Guck mal genau hin. In der Mitte, das ist noch so geblieben. Siehst du das? Ja. Das soll nicht so sein, oder? Nee. Jetzt bin ich ein leicht überfordert. Oder zumindest leicht überfragt. Warum ist das so? Das soll so sein? Nein. Das stimmt, das müsste so ein Schaufelding sein, ne? Vielleicht wegen der Erde? Oh. Hä? Warum geht das nicht? Bei dem Buch. Hast du schon mal ein Buch geguckt? Nö. Heavy Machines Excavator.
Hä? Das haben wir doch genauso gebaut. Hast du mal geguckt bei den Excavator? Das haben wir doch genauso gebaut. Meine ich auch. Source Quest. Oder habe ich irgendwo was verpasst? Kann es sein, dass ich irgendwas falsch gebaut habe? Weil wo ich nämlich den Blueprint gezeigt hatte, hat er auf einmal gesagt, oh, da fehlt irgendwas. Aber irgendwas rot angekränzelt. Oh, warte mal. Kann das sein, dass das... Nee, das auch... Hä? Ich glaube, ich weiß den Fehler. Wo? Die Spitzen in der Schaufel sind keine Sheet Metal, sondern Stahlblöcke. Block of Steel. LOL, stimmt. Deswegen sind die alle rot markiert. Oh Gott, ey. Stahlblöcke. Oh, das heißt, wir können nochmal Eisenfarm gehen. Also wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Hätte auch eigentlich auf das Fragezeichen drücken können. Ja, Freunde der Nacht. Das heißt, genau das. Wir können nochmal neu Eisenfarm gehen. Ey, na toll. Ey, das musst du erstmal wissen. Aber hä, wieso? Wieso zeigen die das nicht an? Du kannst auch den Stahl direkt in einem Werkbank zu Stahlblöcken machen. Echt? Ja. Und wieder was gelernt. Okay, das heißt, wir können das Rad nochmal auseinandernehmen. Wie viele brauchst du? Das sind schon mal 3. 9. 9. Hä, das habe ich doch gerade gesagt. Deswegen habe ich doch gerade so reagiert, so. Was? 9? Okay. Ging so ein bisschen an mir vorbei. Ja. Leute, trotzdem, das war's erstmal für diese Folge. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal 9 Stahlblöcke irgendwie zusammenkratzen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Und werden wir uns in der nächsten Folge dann damit beschäftigen. Ihr seht es ja schon von der Entfernung her. Es ist nervenraubend. Ja. Nichtsdestotrotz, Leute, danke fürs Zuschauen, bewertet diesen Part natürlich und wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Anreize, was wir machen können, schreibt es in die Kommentare. Danke Reach und haut da rein. Tschüss.